Drytron. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hatte Konami eine erleuchtende Idee. Wir finden ein neues Ritualthema und konzentrieren uns dabei auf die Eigenschaft Licht. Zusätzlich bauen wir bei der Ritualbeschwörung diesmal auf die ATK und nicht wie sonst auf die Sterne. Außerdem erfinden wir viele Monster für das Thema, damit man auch genug Monster hat für die Ritualbeschwörung. Des Weiteren packen wir noch ein Exit und ein Ritualmonster dazu und fertig. Schon hat man ein neues Meta-Deck. Doch dann reicht es nicht, dass sie eigene Monster haben. Nein, sie sind auch noch absolut broken. Monster suchen, Zauberkarten suchen, vom Friedhof holen oder einfach eine Karte ziehen. Ich meine, geht's noch? Und jetzt könnte man ja sagen, ja, du musst ja auch ein Ritualmonster oder themeneigenes Monster opfern. Aber das juckt diesen Deck gar nicht. Ganz im Gegenteil. Dank Bänden kann man sich einfach immer und immer mehr Karten suchen. Und apropos suchen. Nicht nur, dass diese Monster und Bänden alles suchen können, kann man auch einfach so viele Sucher spielen. Oder warum eigentlich suchen, wenn man seine Monster auch direkt aus dem Deck beschwören kann? Doch jetzt kommen diese Schlaumeier, die mir sagen, ja, aber eine Ritualbeschwörung macht ja immer Minus. Von wegen! Dank des Exits kann man einfach das Material dafür benutzen und macht so weiter Plus. Doch das reicht natürlich noch nicht. Wenn das Exit nur das könnte, wäre es ja auch wirklich schlecht. Denn zusätzlich legt sie ja noch irgendeine themeneigene Karte in den Friedhof. Hinzu kommt noch, dass die themeneigene Ritual-Spell kein Once per Turn hat. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Wenn du sie aktiviert hast, ist sie eh im Friedhof. Aber nein, du kannst sie einfach durch ihren eigenen Effekt wieder auf die Hand nehmen. Und falls ihr jetzt denkt, nach all den Sachen, hast du bereits deine neuen Beschwörung verwendet? Nein! Deshalb kannst du einfach ein weiteres Monster spielen, die weitere Teile für deine Combo suchen. Und das Tollste ist ja, dass man einfach nur zwei Namen braucht und schon hat man Full Combo. Dabei ist es auch völlig egal, ob der Gegner eine Handtrap hat oder nicht. Ihr spielt einfach weiter und macht die Combo über andere Wege. Und das Endboard ist ja auch so schwach. Das Deck legt dir einfach einen perfekten Herold hin und hat einfach 3 bis 5 Omni-Negates. Und hinzu kommt, dass man noch einfach eine Appaloosa mit 4 Negates daneben liegen kann oder einfach ein Dragoon mit einer IP. Um mit IP dann entweder in Unicorn oder in Appaloosa zu gehen. Und warum? Weil Drytron gut ist.